monophile Schnur doppelt legen, dass sich ein Auge bildet. Und mit der geflochtenen Schnur von unten kommt, durch das Auge gehen. Schön ein langes Stück ziehen von der geflochtenen und die monophile in die Hand einklemmen, dass man beide Enden gut in der Hand hat. Und dann die geflochtene mit ein paar Wicklungen, 6 bis 8, nach hinten wickeln über beide Monophilen. Dann Zeigefinger und Daumen nehmen und alle Wicklungen umfassen, die geflochten nach vorne führen. Und jetzt in dem entstandenen Öhr Wicklungen um eine Monophile und die geflochtene machen. Da kann man auch 6 bis 8 Wicklungen machen, nach vorne führend, nicht über Kreuz oder sowas, einfach hintereinander weg, nach vorne. Ja. Bisschen fummelig. So. So sieht das aus, wenn es noch nicht zusammengezogen ist. Dann vorsichtig und langsam zusammenziehen. Bisschen helfen hier. So. Jetzt sehen wir schön die Wicklungen im vorderen Bereich. Machen den Knoten in dem Bereich etwas schlanker und er gleitet besser durch die Rutenringe. Überstände noch abschneiden. Die geflochtenen nicht zu knapp. Die monophile ruhig ganz knapp am Knoten trimmen. Fertig ist der verbesserte Albright.